Es ist wohl das berühmteste Bild aus Österreich und eines der bekanntesten weltweit. Der Kuss von Gustav Klimt. Zu bestaunen im Belvedere Museum in Wien. Doch jetzt kann sich jeder ein Stück des Gemäldes nach Hause holen. Ja, die Idee dieses NFT-Projektes ist, dass wir aus einem Kunstwerk von der digitalen Kopie 10.000 Teile machen, aber damit auch 10.000 neue Bilder. Und das ist ja das Fantastische hier, wenn man sich dieses Bild anschaut, dass hier jedes Fragment für sich ja ein sehr ausdrucksstarkes, sehr lebendiges Bild sein wird. Die 10.000 digitalen Einzelteile werden jeweils zu einem Preis von rund 1.850 Euro verkauft. Und zwar als NFT, als Non-Fungible Token. Es ist ein kopiergeschütztes digitales Zertifikat. Eine neue Technologie, die dabei ist, den Welt- und vor allem den Kunstmarkt aufzumischen. Die ersten NFTs wurden bereits 2012 im Internet angeboten. Heute boomt dieser neue Trend. Es ist eines der meistgefragten Produkte am Kryptomarkt. Weltweit wurden im vergangenen Jahr damit fast 22 Milliarden Euro umgesetzt. Das teuerste rein digitale Kunstwerk bisher wurde für 69 Millionen US-Dollar versteigert. Auch aus Österreich gibt es bereits eine Vielzahl an NFTs, von Fußballerinnen bis hin zu bekannten Wienern wie Mundl. Also NFT ist gekommen, um zu bleiben, und zwar in den unterschiedlichsten Anwendungsformen, in den unterschiedlichsten Branchen, aber natürlich auch in der Kunst- und Museumsbranche. Doch wie funktionieren überhaupt diese NFTs? Durch den Kauf eines NFT erwirbt man ein virtuelles Echtheits- und Eigentumszertifikat. Registriert werden die NFTs fälschungssicher über die Blockchain-Technologie. Eine Blockchain ist, vereinfacht gesagt, eine digitale Sammlung von Daten, gespeichert auf dezentralen Rechnern. Transparent, sicher und unveränderbar. Um NFTs anzulegen, zu kaufen und zu verkaufen, braucht man virtuelle Geldbörsen, sogenannte Wallets. Das Belvedere Museum bietet anlässlich des Valentinstages am 14. Februar diese Aktion an. Das Interesse ist groß. Es gibt Anfragen aus der ganzen Welt. Ich glaube, dass das eine sehr starke Aktion für das Belvedere, aber auch für Klimt, aber auch für Österreich ist, weil diese Aktion viral um die ganze Welt geht und natürlich auch wiederum eine Aufmerksamkeit für Österreich erzielt. Und ich sage immer dazu, diese digitale Welt ersetzt ja nicht den unmittelbaren Bezug und nicht den unmittelbaren Besuch, hier zu stehen, sich das anzuschauen. Wer am Ende ein digitales Stück des Gemäldes von Gustav Klimt erhält, ist dem Zufall überlassen. Ebenso wie steil es noch nach oben geht mit dem NFT-Hype. Die Kunstwelt verändert diese Technologie auf jeden Fall.